gab Zeiten in meinem Leben, Herausforderungen, wirkliche Schwierigkeiten, wo ich gesagt habe, ich werde ein Zeugnis haben. Ich werde genau aus der Situation, in der der Feind mich so heftig bedrängt hat, daraus werde ich ein Zeugnis haben. Gott wird das, was der Feind mir als Böses zugedacht hatte, in ein Zeugnis verwandeln. Ich werde das, wo ich Schmerzen und Nöte habe, sehen, wie der Herr es umdrehen wird. Er wird es für mich zum Besten wenden und ich werde ein Zeugnis haben. In der ganzen Bibel liest du von Menschen, die unter großen Bedrängnissen waren, die auf schwierigen Wegen waren, die Lebensabschnitte hatten, in denen es wirklich herausfordernd war. Und doch kannst du lesen, wie Gott die Dinge in ihrem Leben zu einem großen Zeugnis gemacht hat. Immer wieder beeindruckt mich, oder die Verse in dem Römerbrief beeindrucken mich, die da geschrieben sind, dass eben uns nichts trennen kann von der Liebe Christi. Und dass verschiedene Dinge in unser Leben kommen, aber trotzdem nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes wird in deinem Leben die Dinge, die du jetzt als herausfordernd empfindest, zu einem Zeugnis machen. Vielleicht bist du schon längere Zeit krank, aber du wirst ein Zeugnis haben über Gottes Macht, wie er dich durch diese Zeit durchgetragen hat, wie dein innerer Mensch gewachsen ist, wie du mehr an Glauben dazu bekommen hast, wie du wirklich Segen durch andere Menschen, die dir gedient haben, bekommen hast, wie vielleicht Ärzte dir helfen konnten. Du wirst ein Zeugnis haben. Ich habe mir das in diesen Situationen immer wieder gesagt. Ich werde ein Zeugnis haben über Bedrängnis, über Not, über Feind, über diese ganzen Herausforderungen. Und ich habe immer wieder gesagt, nichts wird mich von der Liebe Gottes scheiden. Nichts wird mich von Jesus trennen. Nichts wird dazwischen kommen und mich abschneiden von der Liebe Gottes. Sondern er wird hinter den Kulissen arbeiten. Er wird für mich Dinge regeln. Er wird mir Gunst schenken in den Herausforderungen und ich werde ein Zeugnis haben. Ich möchte dir zur Ermutigung diese Verse aus dem Römerbrief vorlesen. Da heißt es, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Hier wird beschrieben, wie Nöte und Bedrängnisse und Herausforderungen kommen und da sind in unserem Leben. Aber nichts wird uns von dieser Liebe Christi scheiden können. Nichts kommt als Trennung dazwischen, sondern du kannst sagen, ich werde aus dieser Situation, in der ich jetzt bin, ein Zeugnis haben. Ich werde ein Zeugnis haben, wie der Herr mir durchgeholfen hat. Im Gegenteil, ich werde ein Zeugnis haben, wie die Liebe Gottes in mein Leben gekommen ist und wie ich enger an ihn herangerückt bin, wie die Beziehung zu ihm enger geworden ist in der Bedrängnis. Nichts kann dich scheiden von der Liebe Christi, die in Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist ist. Ich wünsche dir, dass das als Ermutigung ganz tief in dein Bewusstsein fällt, in deinen Sprachgebrauch, dass du sagst in der Notsituation, in der du jetzt bist, ich werde ein Zeugnis haben. Ich werde ein Zeugnis haben. Gott hat mehr für dich.